Moin Leute, mein Name ist Jena, willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Und zum Glück habt ihr es noch nicht gesehen, zum Glück wird diese Leiste hier unten ausgeblendet, zum Glück. Denn, sonst hätte ich euch fast die Überraschung verdorben. Denn, es gibt das Elgato Stream Deck, wie ihr gelesen habt, unten oder oben oder sonstiges im Titel. Kostenlos. Ja, fucking kostenlos. Das Ganze nutze ich auch gerade schon. Ich zeige euch hier mal kurz die Seite, die heißt nämlich macrodeck.org und dort wird auch angezeigt, was man alles dazu machen kann, PC nutzen kann und so weiter. Also man kann Themen einstellen, eigene Icons und Hintergründe für Tasten, nahezu latenzfreie Verbindung über USB oder WLAN, Explorer-Shoutouts, Multimedia-Shoutouts, Mikrofon mit Tastendruckstrom stellen, Tastaturbefehle zum Steuern von Schnitt- und Bearbeitungsprogrammen. Applikationen per Tastendruck, Layouts können exportiert und importiert werden, NFC-File Ordner erstellen, automatische Updates, Twitter-Integration und OBS-Web-Socket-Integration für OBS. Das Ganze zeige ich euch mal kurz, leider kann ich es auf meinem Handy nicht zeigen, aber ich zeige es euch hier mal eben kurz. Und zwar sieht das Ganze am Handy, also im Programm so aus, dass man hier verschiedene Daten einstellen kann. Und so sieht das Ganze am Handy aus. Ich habe das Ganze schon runtergeladen, installiert. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze ausschaut. Nämlich, das hier ist die Exe. Das ist der Server hier oben. Den führt man mit einem Doppelklick aus. Und am besten errate ich euch das so zu machen, dass, wenn ihr ihn schließt, dass er dann trotzdem offen bleibt. So ist es ein kleines Ding, weil nachher ist das Zeug auch weg. Also, machen wir einen Doppelklick drauf und öffnen das Programm. Das lädt kurz. Dauert nicht lange. Gut, ich lasse das schon auf, aber es wird nichts ändern, glaube ich, auf jeden Fall dran. Hoffe ich mal daran, dass das nichts ändern wird. Schauen wir mal hier. Zeigen. Okay, der wird noch nicht verbunden. Zeigen. Ah, okay, der ist verbunden. Dann schließen wir den. Ich habe ihn hier schon mal offen. Und das ist die Sicht von meinem Handy. Wenn ich jetzt aber am Handy, ich habe jetzt die Maus weg, auf Handy auf Teamspeak klicke, öffnet sich automatisch dieser wunderschöne Ordner. Man kann verschiedenes einstellen. Ich habe jetzt hier auf Teamspeak einfach nur das Mikrofon ausgemacht. Ich brauche noch, dass man das Mikrofon wieder anschaltet. Also das gibt es gar nicht, kann das sein? Nein. Okay. Und zwar kann man hier nahezu Verschiedenes einstellen. Man kann auch den Ordner zurücken. Aber ist doch drin, oder nicht? Doch, okay. Also man kann hier dann nahezu Verschiedenes machen. Man kann hier auch endlose Ordner stellen, wie schon gesagt. Man könnte hier auch ein Layout importieren. Layout exportieren, Layout zurücksetzen und am besten, wenn ihr mehrere Internettreiber habt, dann nehmt den Qualcomm Ethernet. Also das ist mein Ding. Und somit müsst ihr das Ganze auch machen. So können wir auch automatische Updates prüfen, DNS-Linux-Updates prüfen und Versionsänderungen lesen. Ebenfalls habe ich, wie gesagt, beim Start, beim Schließen minimieren gemacht und mit Windows starten gemacht. Am besten noch auf Deutsch. Die Darstellung habe ich natürlich Gray gemacht. Man kann hier auch Blue machen und übernehmen machen und wird neu gestartet. Das Ganze wird dann am Handy getrennt natürlich. Das Ganze lädt mal kurz wieder, wurde geöffnet und wir können am Handy wieder drauf connecten. Aber ich muss sagen, blau finde ich jetzt nicht so schön, abends zum Beispiel so, wenn man so chillt und sowas. Also das Ganze natürlich wieder schwarz. Also gray, also grau. Starten das Ganze mal wieder neu. Das heißt, wir klicken hier auf Beenden. Okay. Das Ganze müsste jetzt wieder hochgefahren sein. Jo. Übernehmen. Und hier ist es wieder ein gray. Ihr müsst jetzt nur noch am Handy wieder disconnecten und wieder drauf connecten. Jetzt wieder ein grau. Warum ist es jetzt wieder ein. Achso, ist ein anderes. Naja, super. Bereit. Offline, beenden. Beenden. Verbunden, beenden. Und wir verbinden es nochmal. Zeigen. Ach, das ist noch der alte. Okay, dann schließe ich den hier mal auch. Zack, beenden und starten den nochmal komplett von vorne neu. Und hoffen damit, dass es auch hoffentlich wieder funktioniert. Genau, und es funktioniert. Und wir klicken auf Verbinden am Handy. Sind auch offiziell verbunden und wir können ja jeden Scheiß einstellen. Also wir können bei Twitter einen Tweet posten. Ich will mal wissen, wie das ist. Okay, weiter einstellen. Ich glaube, müsst ihr, glaube ich, einstellen, was wir posten wollen. Außer ist jetzt wieder aufgegangen. Achso, okay, man braucht jetzt einen Pin und einen Test. Pin an, voran. Pin, ach so. Naja, gut, das brauchen wir nicht. Wir sind ja noch keine Twitter-Experten.
Stehen da. Also können wir noch System lauter leiser machen, können stumm machen, Explorer zurück und vorwärts machen, kann ich auch mal kurz demonstrieren. Und zwar ziehe ich jetzt die mal hier rein und dann vorwärts hier rein. Jetzt, ich lasse das mal kurz hier. Habe jetzt auch nochmal diesen PC geöffnet. Hier. Gehst du auf die Taste, dann drück mal zurück. Und das Ding navigiert einfach. Ich drück einfach gar nichts mehr. Ich habe jetzt nur noch meinen Finger. Und ihr hört wahrscheinlich. Ich zeig das Ganze nochmal hier im Programm. Vor. Kann man das auch nutzen? Kann man, glaube ich, nicht testen, oder? Ne, geht nicht. Also man muss drin sein wahrscheinlich im Explorer, ne? Das ist sehr praktisch. Also man kann dafür jeden Scheiß nutzen. Ich lösche das Ganze nicht, aber ich brauche das nicht. Man könnte aber noch Windows herunterfahren, Windows sperren, eine Verknüpfung erstellen. Da habe ich jetzt schon eine Teamspeak-Verknüpfung bzw. noch nicht erstellt. Die erstelle ich mal eben kurz. Ich muss kurz losgucken, wo Teamspeak installiert ist. Hier, schauen wir mal, Rechtsklick drauf. Und klicken auf Datenpfad öffnen. Wie gesagt, das Ganze ist komplett Freeware, komplett kostenlos. So, zack, schauen wir mal. Wie heißt denn ob die Excel? Das ist die TS3, okay, schau mal. Windows 64er, genau. Öffnen. Übernehmen. Das Ganze kommt hier rein. Ah, nein, 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 nein. Icon weg. Icon plus. Habe ich wieder schon ein Teamspeak-Icon. Background machen wir wieder grau. So, und das Ganze move wir hier rein. Kann man das auch umbenennen vielleicht? Das wäre schön. Ja, okay. Team Speak. So, übernehmen wir. Und haben im Handy auch nochmal, wie gesagt, wie wir hier stehen haben, TeamSpeak vorhanden können. Aber wir haben hier nochmal einen extra Ordner, der ist auch TeamSpeak. Und können dann hier mit TeamSpeak den TeamSpeak starten und damit das Mikrofon außen anschalten. Wie das funktioniert, Leute, ich habe keine Ahnung. Schau mal kurz in den Sounds nach, ob das hier irgendwie eingestellt wird, was ich aber nicht glaube. Ich schau mal nach bei Sounds. Ich glaube nicht, dass es da geändert wird, ne? Weil sonst bin ich jetzt gearscht, aber ich glaube jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Wieder auf. Doch, das. Test. Okay, wird hier nicht geändert. Ich dachte schon. Wir können jetzt mal kurz TeamSpeak öffnen, um zu gucken, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Ich habe jetzt hier gerade aufgedrückt, dass das TeamSpeak sich öffnet. Das ist echt nicht schlecht, dieses Programm, Alter. Ich habe das mal im Google Play Store entdeckt, also ihr könnt es euch gerne runterladen, das ist kein Problem. Upsa. Gehen okay, wieder zurück. Entschuldigung. Könnt ihr auch noch Sounds abspielen, Tastaturbefehl abgeben, Verknüpfungen erstellen. Tastaturbefehl übrigens könnt ihr hier einstellen, was ihr drücken möchtet. Wir sind auch schon verbunden. Schauen wir mal nach. Reden können wir. Machen wir das Mikrofon aus. Mikrofon aus. Mikrofon an. Okay, funktioniert nicht. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung. Lösch einmal. Mikrofon stumm. Ich kann unsere Wahltastenkombi hier ersetzen. Und zwar unter Optionen. Kann ich mal kurz ändern. Und zwar unter Aufnahme. Genau. Oder war das hier? Nein. Junge, Hotkeys hier. Setzen wir mal. Bearbeiten. Ja. Drücken wir hier mal die 2 und nehmen wir F9. So, okay. Gehen wir in die App rein. Machen das dazu Befehl. Mikro. Ah, nein, 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 brücken wir nicht. Icon entfernen, Icon plus. Nehmen wir das Mikrofon aus, hier das hier. Erwartete Einstellungen. Taste. Das. So. Übernehmen. Einfügen.
funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung warum. Ich mache das hier mal auf Bearbeiten. Arbeitseinstellungen. Machen mal. Entfernen. Achso, er hat den Taste nicht genommen. Er hat Shift nicht genommen. Alle leeren. Zack. Shift. Down. Control. Down. Und die F9 nach down. Leeren. Übernehmen und. Jetzt dürfte es funktionieren eigentlich. Auch nicht. Ups, haben wir übernommen überhaupt? Weiß ich nicht. Oh, fuck, haben wir nicht. Übernehmen. Geht nicht. Warum geht das nicht? Entfernen. 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 Übernehmen. Okay, Leute, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Fuck. Dann mache ich die dann natürlich zurück. Zack. Bearbeiten. Zack. Passt. Okay. Zieh da nach oben. Nicht schlecht. Oh, fuck. Jetzt hat sich die Speak aufgehangen. Egal. Dann können wir das nämlich hier wieder rausnehmen. Dann kann ich die Teamspeak dahin move. Also die startet natürlich. Dann machen wir. Hier können wir natürlich nichts mehr machen, leider. Wäre zu schön gewesen. Und können Geld zurück, Mensch. Und können hier natürlich auch Szenen wechseln für OBS. Und sich auch noch in welche Stream starten, stoppen, Aufnahme starten und stoppen. Zu Ordner wechseln und so weiter. Also das ist echt nicht schlecht. Kann man TeamSpeak einfach mal dahin und mehrere Sachen zu machen. Man kann auch per USB connecten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir schon da drin sind, hätte ich hier auch noch Mikro zurück. Tastaturbefehl. Ich weiß nicht, ob der das jetzt übernimmt, ne? Zack. Achso, okay. Taste. Alt. Down. Entfernen. F4. Down. Entfernen. Übernehmen. Rufen wir mal hier rein und schauen, ob das Ganze funktioniert. Okay, passt, funktioniert. Kann man voll gut für Teamspeak nutzen. Wir zeigen das Thema nochmal kurz. Wenn wir das Fenster drücken, mal drauf. Zack. War das in Ordner verschieben. Root. Zack. Ist hier drinnen. Bearbeiten. Schli. Ver. Erweiterte Einstellungen, ja. Ver. Ver. Icon, was mache ich denn für ein Icon? Na, 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 na. Keine Ahnung, ich lasse das mal so. Okay. Fuck. So, übernehmen, passt, dann können wir es auch ganz wieder schließen. Zack, ist weg. Und ich wir aufzeigen und dann haben wir das ganze Programm wieder offen. Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin Jena, ich bin raus. Auf Wiedersehen, macht's gut und ciao.